Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Erzgebirge Aue. Anstoß ist um 13 Uhr. Ich begrüße unseren Trainer Timo Schulz, der von der Kollaustraße aus zugeschaltet ist und heute früh schon, glaube ich, den Geburtstag seiner Tochter gefeiert hat und ihr hoffentlich einen Kuchen hingestellt hat. Können wir gleich nochmal nachfragen. Ansonsten begrüße ich natürlich auch unsere Journalisten, die ebenfalls per Video zugeschaltet sind und ihre Fragen in den Chat reinschreiben können. Ich werde sie dann vorlesen. Timo. Erzgebirge Aue, kurze Einschätzung zum Gegner. Ja, guten Morgen erstmal. Kuchen stand natürlich auf dem Tisch, den hat aber meine andere Tochter gebacken, besser nicht ich. Erzgebirge Aue, ja, ich glaube, ist so eine Mannschaft, die wirklich sich seit Jahren konstant in der zweiten Liga hält, immer wieder ins Punkten kommt, viele erfahrene Spieler in ihren Reihen, mit Teströd und Krüger, denke ich, ein herausragendes Sturmduo. Das ligaweit wirklich zum Besten gehört. Ich habe jetzt gerade eine Statistik gelesen, habe mich auch auf die PK vorbereitet natürlich, dass die letzten 5 Spiele alle verloren haben. Von daher spricht ja alles für Aue, können wir die Favoritenrolle gewissenhaft von uns ziehen. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Dann fangen wir an mit Michael Ackermann von der Bild. Er fragt, Tore war gestern aktiv auf dem Rasen. Wie ist die Situation bei ihm und was kannst du uns personell an neuen Infos über andere Spieler geben seit unserem Gespräch am Dienstag? Ja, es sieht so aus, dass Tore, habe ich berechtigte Hoffnung, dass der heute wieder mittrainieren kann. Er hat sich gestern noch ein bisschen schlapp gefühlt, einfach 3-4 Tage nicht trainiert, musste erstmal den Motor wieder anwerfen, sagte, aber das geht, das funktioniert. Bei James wiederum glaube ich nicht, dass das was wird. Der war gestern immer noch zu Hause und wollte, konnte nicht laufen. Also ich glaube, da macht das auch relativ wenig Sinn, den am Samstag mit nach Aue zu nehmen. Und da ist ein bisschen ärgerlich, dass das immer alle Spieler auf einer Position sind. Da könnten die Jungs sich besser absprechen, dass das ein bisschen verteilt ist. Aber gut, wir haben es gegen Braunschweig ganz gut gelöst, gut hinbekommen. Wir haben genug junge und erfahrene Spieler hinten dran, die auf den Positionen noch einspringen können. Und uns wird schon was einfallen. Genau. Gut, dann anscheinend sind die Kollegen noch müde. Hier sind noch keine weiteren Fragen drin, außer von Michael Ackermann noch eine Frage. Und zwar fragt er, ihr habt schon einige böse Serien gerissen und positive gestartet. In Aue gab es zuletzt 5 Pleiten. Ist es an der Zeit, auch in Aue wieder zu siegen? Wie willst du das anstellen? Ja gut, also, wir fahren da schon hin mit dem Anspruch, dass wir die 3 Punkte mit nach Hamburg nehmen wollen, das ist klar. Es gibt einfach so Stadien und Gegner, mit denen man vielleicht irgendwie immer dann so negative Sachen verbindet, weil man da permanent verliert oder schlecht aussieht. Das war bei uns definitiv in den letzten Jahren in Aue immer der Fall. Und wir haben das dieses Jahr, glaube ich, oft genug bewiesen, dass wir solche Serien reißen können, dass wir uns da auch nicht so viel draus machen in unserem Kopf. Ich selber zum Beispiel habe auch gute Erinnerungen an Aue, ein Traumtor mal von Finn Bartels, wo wir da auch gewonnen haben. Von daher spielt das jetzt so, was diesen Aberglauben angeht, für uns nicht so die Riesenrolle. Aber wir wissen schon, dass Aue eine gute Mannschaft hat. Martin Mendel hinten im Tor, denke ich, ist ein herausragender Torhüter für die zweite Liga. Ich glaube sogar, dass er sein 300. Spiel für uns, für Aue gegen uns bestreitet. Sie haben mit Sören Gonter hinten ein altes Schlachtross drin, der immer wieder auch seine Mitspieler antreibt, sehr kommunikativ ist. Und wie gesagt, das Sturmduo vorne drin habe ich schon erwartet. Also ich sag mal, gerade im Erzgebirge tun sich fast alle Mannschaften schwer. Und daher ist eine gute Aufgabe für uns. Wir sind gut drauf und ich glaube, wenn diese Serie reißen kann, dann dieses Jahr. Genau so. So, jetzt trudeln auch langsam die Fragen der Journalisten noch mit ein. Fangen wir an mit Julius Allzeit vom Abendblatt. Er fragt, gibt es nach dem Braunschweig-Spiel überhaupt einen Grund, etwas an der Ausstellung zu ändern? Die Teamleistung hat ja mehr als gestimmt. Ja, das stimmt. Manchmal schaut man ja auch ein bisschen nach dem Gegner. Man schaut auf die Frische der eigenen Jungs. Wie sind die alle aus dem Spiel rausgekommen? Da haben wir auch so 1, 2, 3 kleinere Fragezeichen gehabt. Von daher werde ich mir heute erstmal einen Überblick verschaffen. Ich habe es ja schon gesagt, wir werden nicht anfangen, jetzt auf einmal 6, 7 Wechsel zu machen, aber so punktuell 1, 2 Spieler mit einer anderen Frische, vielleicht auch mit einer anderen Art und Weise auf der Position, wie man die interpretiert, vielleicht reinzubringen, auch um den Gegner zu überraschen, um hier auch mal ein paar Jungs zu belohnen, die wirklich richtig gut trainieren und auch immer Gas geben, wenn sie reinkommen, kann ich mir schon vorstellen. Aber so der finale Matchplan steht noch nicht. Den werden wir jetzt in den nächsten 2 Tagen mit den Jungs erarbeiten und dann werden wir gegen Aue schon 11 gute Spieler auf dem Platz haben.
Dann möchte gerne Dennis Plambeck von Hamburg 1 wissen. 20 der 26 Tore in 2021 hat das Trio Géré, Burgstaller und Marmoush erzielt. Ist es das aktuell vielleicht sogar stärkste Offensivtrio der Liga? Ja gut, das sollen andere beurteilen. Dafür schaue ich auch nicht jedes Wochenende alle Mannschaften an. Aber es ist natürlich Fakt, dass die drei Jungs da vorne drin richtig gut drauf sind, dass sie auch ihren Anteil haben daran, dass wir jetzt so in der Tabelle geklettert sind. Ist ja auch schon eine Marke, 20 von 26 Toren. Plus diverse Vorlagen natürlich noch, weil sie sich ja gegenseitig auch die Bälle noch auflegen. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen, und das ist, glaube ich, ein Schritt, den wir als nächstes gehen müssen, mal nach einer Ecke im Kopfballtor eines Innenverteidigers dabei zu haben, weil das ist am Ende auch eine Qualität einer Mannschaft, vielleicht wenn es mal bei den dreien vorne drin nicht so gut läuft oder wenn die abgemeldet sind, andere Lösungen zu finden. Und ich glaube schon, dass wir noch genug Potenzial haben, um auch aus anderen Positionen torgefährlich zu werden. Da arbeiten wir dran und noch keinem Spieler bisher verboten, ins Tor zu schießen. Dann Andreas Hahn vom Hamburger Abendblatt möchte gerne wissen, Aue, eine kleine Stadt, hält sich seit Jahren in der Liga. Wundert dich das? Was machen Sie aus deiner Sicht richtig? Naja, ich glaube, dass sie eine klare Identität innerhalb des Vereins haben, klare Strukturen innerhalb des Vereins. Sie haben immer eine Mannschaft am Start, die extrem Zweitliga erfahren ist, die auch so ja, einfach dafür steht, was Aue, glaube ich, stark gemacht hat. Eine extreme Kompaktheit, gute Griffigkeit immer gegen den Ball. Es ist eine Mannschaft, die eigentlich immer ekelig zu bespielen ist und darüber hinaus dieses Jahr dann auch in der Offensive richtig Qualität hat, vor allem was die Effektivität angeht. Und ich glaube, wenn man als Verein da so seinen Weg gefunden hat und immer wieder dementsprechend Spieler findet, dann kann man sich auch problemlos in der zweiten Liga halten. Und Aue ist ein gutes Beispiel für. Dann kommen wir zur Innenverteidigerposition bei uns. Dahingehend gibt es gleich zwei Fragen. Zum einen von Michael Ackermann. Er möchte gerne wissen, welche Gedanken hast du für die Innenverteidigerposition? Nimm uns mal mit. Ja gut, ich meine, ist ja letztendlich kennt jeder den Kader. Wir haben mit Ziere und Adam im letzten Spiel gestartet, die das beide, finde ich, sehr ordentlich gemacht haben. Wir hatten Knolli noch auf der Bank, plus Buba, der die Position auch spielen kann, den wir aber eher für die linke Außenbahn als Außenverteidiger eigentlich eingeplant hätten jetzt, wenn ich mir den Kader vom Braunschweig-Spiel anschaue. Darüber hinaus kann Tore das natürlich gut spielen, wenn er jetzt wieder fit ist. Plus eigentlich ein James, mit dem ich aber jetzt eher nicht rechne. Wie gesagt, das hängt dann auch immer ein bisschen vom Gegner ab. Jetzt haben sie mit Krüger und Teströ zwei sehr unterschiedliche Spieler, eher einen großen Bulligen und einen sehr schnellen, der auch gerne mal auf den Flügel ausweicht. Da muss man dann schon gucken, was passt gut dazu. Wie wollen wir es vielleicht auch als Mannschaft lösen? Wie können wir vielleicht auf der Sechs davor noch unterstützen? Haben wir die Möglichkeit, die Außenverteidiger enger ranzuziehen? Das sind dann alles so Themen, die man als Trainer sich angucken muss. Was macht der Gegner? Wo hat er seine Stärken? Wo hat er vielleicht auch seine Schwächen? Und bin froh, dass ich so viele Alternativen habe, auch wenn dann vielleicht mal zwei, drei ausfallen von den Jungs, die man zuletzt von Anfang an auf dem Platz hatte. Und ich denke, Adam ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir wissen, dass wir uns auch auf die Jungs verlassen können, die zuletzt weniger Einsatzzeiten haben. Frank Sorgatz von Regionalsport möchte es trotzdem noch mal genauer wissen. Wäre es eine Option, in der Innenverteidigung einen Linksfuß neben Ziere starten zu lassen? Ja, klar. Wir haben ja mit Knolli noch einen etatmäßigen Linksfuß, plus Buba, der das auch spielen könnte. Adam hat das allerdings auch, glaube ich, 70, 80% seiner Spiele, gerade in Portugal, immer wieder von der Position weggespielt. Von daher, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man muss ja auch mal schauen, wie oft hat man den Ball, wie oft ist man überhaupt in der Spieleröffnung, wohin will man das Spiel eröffnen. Wir haben nun mal relativ viele Spieler im Zentrum. Von daher, fällt das dann nicht ganz so ins Gewicht, wenn man da keinen Linksfuß hat. Dann Sebastian Rieck vom NDR fragt, Ziere hat ja in der Länderspielpause erklärt, dass das aktuell die beste St. Pauli-Mannschaft ist, in der er je gespielt hat. Was denkst du, wenn du so etwas hörst und muss man sagen, dass er da möglicherweise recht hat und macht dich das ein Stück weit stolz? Du hast ja durchaus einen Anteil daran. Gut, wenn das Ziris Meinung ist, dann werde ich dem nicht widersprechen jetzt. Es ist so, dass wir, glaube ich, mit dieser Mannschaft jetzt in wirklich einer sehr guten Phase sind. Und wenn ich so die letzten Jahre Revue passieren lasse, wo ich auch häufiger im Stadion war und es eher häufig sehr abwartendes Spiel ist, ein Abtasten war und
wir dieses Jahr wirklich viele Spiele drin haben mit offenem Visier, wo wir wirklich mutig nach vorne spielen, uns Chancen kreieren, Tore schießen, dann glaube ich, ist das etwas, was unseren Fans sehr gut gefällt. Und gerade deswegen ist es besonders schade auch, dass die 30.000 nicht dabei sein können, wenn solche Szenen wie gegen Darmstadt am Ende, wo ein Spiel permanent hin und her geht und dann in der 92. Minute der Ball nochmal auf der Unterkante der Latte auf die Linie geht und raus, das Tor von Kofi im Derby und all solche Sachen, glaube ich, die wir uns jetzt als Team erarbeitet haben über die 7, 8 Monate, seitdem wir zusammenarbeiten und die wir momentan sehr, sehr gut auf den Platz kriegen. Wenn wir das noch mit den Zuschauern erleben dürften, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Und ich glaube, dass wir trotzdem noch lange nicht am Ende sind in unserer Entwicklung. Ich sehe noch genug Gebiete, wo wir uns verbessern können. Und das gilt sowohl für uns als Mannschaft, auch als für jeden Spieler individuell. Von daher ist es ganz schön für mich zu sehen, dass es jetzt momentan schon sehr, sehr gut funktioniert. Wir schönen und erfolgreichen Fußball spielen, aber wir eben auch noch genug Schritte gehen können, um noch besser zu werden. Alex Heger von Rockantenne Hamburg fragt, standen bzw. stehen noch Torabschlüsse gesondert auf dem Trainingsplan, damit wieder zielstrebiger und schnörkelloser getroffen wird? Ja, das eine hat mit dem anderen ja relativ wenig zu tun. Also zielstrebig und schnörkellos. Ich habe es ja schon gesagt, es ist ja auch eine Stärke von den Jungs, dass sie immer was Besonderes machen wollen und auch können. Nur dann mal abzuwägen, in welcher Situation spiele ich vielleicht einfach mit 2 Kontakten, weil ich dann meinen Mitspieler besser in Szene setzen kann und in welcher Szene gehe ich das maximale Risiko, weil ich es einfach auch drauf habe. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den gerade Rodrigo und Omar noch gehen müssen. Torabschlüsse stehen bei uns grundsätzlich auf dem Trainingsplan. Da muss man aber ganz klar dazu sagen, das ist ein Gebiet, was sehr schwer zu trainieren ist. Also die reine Technik, die hat sich, glaube ich, jeder Spieler bis zu dem Alter, wo er bei den Profis landet, angeeignet. Da geht es nur noch darum, vielleicht Automatismen zu schaffen, sich Selbstvertrauen zu holen, nochmal an so Details zu feilen, gerade was die Schussdistanz zum Torwart angeht und so einfach das nochmal alles in die Köpfe der Spieler reinzuholen. Vielleicht aus welcher Position, aus welchem Winkel, wie sehe ich am besten welches Eck an. Aber ja, also ich werde Guido Burgstaller nicht mehr beibringen, wie er aufs Tor schießt. Das will ich mir nicht ein. Kommen wir nochmal zum Gegner. Und zwar fragt dahingehend Frank Sorgatz, du hast Florian Krüger angesprochen. Was zeichnet ihn konkret aus und erwartest du ihn eher im Sturmzentrum oder auf dem Flügel? Gut, ich kenne Florian Krüger noch, da hat er bei Magdeburg in der U17 gespielt, habe ihn damals schon für einen sehr interessanten Spieler gehalten. Leider ist er zu Schalke gegangen damals. Ich denke mal, dass er einiges vereint. Also er ist auf der einen Seite ein bulliger, kompakter Spieler, der den Ball wirklich gut festmachen kann. Auf der anderen Seite besitzt er aber auch ein extremes Tempo, mit dem er immer wieder in die Tiefe startet, wo er dann häufig auch von Teströd in Szene gesetzt wird. Einen sehr, sehr guten Torabschluss, vor allem mit seinem rechten Fuß. Und das ist ja auch gerade das, selbst wenn er vorne in der Spitze drin spielt, sie haben ja in der Hinserie häufig auch ein 3-5-2 gespielt, selbst wenn er vorne in der Spitze spielt, ist ähnlich wie bei uns Omar, weicht er ja immer wieder auf den Flügel aus, um dort sein Tempo auszuspielen. Von daher ist ein Stürmer, der sehr schwer zu packen ist, weil er sich überall rumtreibt und den man immer im Auge haben muss, gerade wenn er dann mit Tempo in die Box geht. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, Pascal Teströ, glaube ich, den kennt jeder Zweitligaspieler, jeder Zweitligatrainer jetzt über die Jahre hinaus. Hat überall bewiesen, dass er seine Tore schießt und ist ein Duo, das sich sehr gut ergänzt und das ja auch dementsprechend die Quote, die es ja schon mitbringt. Und für Aue, denke ich mal, ein Garant ist dafür, dass sie jetzt auch schon den Klassenerhalt gesichert haben. Du hast die beiden eben angesprochen. Bedeutet das auch, wenn ihr die beiden in Schach haltet, dass es die halbe Miete ist? Das fragt Julius Allzeit. Ja, ich denke, der Trainerkollege wird ähnlich wie ich auch den anderen Spielern nicht verboten haben, Tore zu schießen. Wenn man jetzt nur das letzte Spiel nimmt, ist ja ihr Topscorer Sören Gonta, der sich ja auch ab und zu mit nach vorne schleicht. Also wir müssen da schon allgemein auf Zinne sein, aber ich glaube, dass unsere defensive Stabilität seit dem Winter viel, viel höher ist. Das haben ja auch die letzten Spiele gezeigt, wo wir extrem wenig zugelassen haben. Und wir werden alle 11 Spieler von Aue im Blick haben. Aber klar ist, dass Teströd und Krüger in unserer Vorbereitung eine größere Rolle spielen, wenn es ums Thema Torverhinderung geht, als Sören Gonta. Dann möchte gerne Andreas Hart wissen, was hältst du von der Trainerfloskel? Wir achten nur auf uns. Nimmst du bei der Spielausrichtung noch Rücksicht auf Stärken und Schwächen von Gegnern? Ja, durchaus. Also man muss da von Spiel zu Spiel schon anpassen. Ich meine, es ist so, dass wir unser System jetzt seit dem Winter eigentlich relativ konsequent durchspielen.
Und trotzdem kann man gerade in den defensiven Abläufen schon noch immer sehen, wo, in welcher Zone können wir am besten Zugriff haben, wo können wir vielleicht eine Überzahl herstellen, was passt am besten A zu unseren Spielern natürlich immer, aber B, wo hat vielleicht auch der Gegner irgendwo einen Anpack, wo man sagen kann, da kann ich mir eine Balleroberung eher vorstellen oder da werden sie vielleicht nicht ganz so gefährlich auf der Seite, auf der Position. Da muss man schon gucken, dass man die Stärken des Gegners vielleicht ein bisschen abschwächen kann, um die eigenen Stärken ein bisschen rauszukitzeln. Trotzdem sollte das Hauptaugenmerk immer auf der eigenen Mannschaft sein, auf der Leistung der eigenen Mannschaft und vor allem auf den Stärken der eigenen Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns nach dem Winter extrem geholfen hat, dass wir den Fokus mehr darauf gelegt haben. Bleiben wir beim Thema Torgefahr. Du hattest ja gesagt, dass du dir gerne ein Tor nach einer Ecke wünschst. Michael Ackermann fragt, was wünschst du dir noch in Bezug auf die Erzielung eines Tores? Ach, Hauptsache jetzt drin eigentlich. Also nein, ist so, dass wir sind schon sehr positionstreu jetzt nach dem Winter und das ist auch gut so. Dadurch haben wir eben auch unsere Restversicherung, gerade wenn wir im eigenen Ballbesitz sind, extrem verbessert. Aber trotzdem, gerade nach Ballgewinn würde ich mir auch von Defensivspielern noch wünschen, dass sie sich vielleicht noch vermehrt einschalten, wirklich bis in die Box durchlaufen. Da haben viele Spieler von uns wirklich noch Potenzial, selbst Offensivspieler wie Mamouche, Salazar, Becker, die einfach auch noch nicht auf die nötige Anzahl der Läufe kommen in die gegnerische Box, dann fällt einem der Ball halt auch mal vor die Füße, wenn man da irgendwo rumsteht. Also von daher glaube ich, dass wir da noch gieriger auf Tore werden können. Nicht nur die drei vorne, sondern auch die in der Linie dahinter. Auch unsere Außenverteidiger, die schon häufiger auch irgendwo am langen Pfosten auftauchen, aber eben bis jetzt noch nicht so das Näschen entwickelt haben, um dann vielleicht auch mal den Fuß noch reinzuhalten, um den Ball über die Linie zu drücken. Aber das ist ein Thema, das müssen wir als Mannschaft lösen. Da muss jeder Spieler sich selbst noch mehr in die Pflicht nehmen, ohne natürlich irgendwie übermäßig groß ins Risiko zu gehen, weil wir schon zusehen wollen, dass wir auch unser eigenes Tor weiterhin so gut verteidigen, wie das in den letzten Spielen geklappt hat. Dann hat Sebastian Rieck noch eine Nachfrage hinsichtlich der Aussage von Ziere, der gesagt hatte, dass es aktuell die beste St. Pauli-Mannschaft ist, in der er spielt. Und zwar fragt Sebastian Rieck, was macht dich denn überhaupt stolz? Naja, also wir sind ja damals hier im Sommer angefangen mit einem klaren Plan, dass wir die Mannschaft entwickeln wollen, dass wir uns zusammen als Mannschaft ein System aneignen wollen, dass wir fleißig sein wollen, was die tägliche Arbeit angeht, auf und neben dem Platz, mit der klaren Maßgabe, dass wir eigentlich im Herbst schon einen Schritt weiter sein wollten, dass wir im Winter ein stabiles Gerüst haben und dass wir dann in der Rückserie auf jeden Fall mehr Punkte holen als in der Hinserie. Ja, weil wir schon wussten, dass es nicht von Anfang an so laufen wird, dass man sofort sagen kann, ich sag mal ähnlich wie Bochum oder Fürth, die einfach schon auch eingespielte Mannschaften hatten mit einem Trainer, der die Truppe kannte. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dann hat man einfach zwei große Schritte Vorsprung. Und dass es dann so holprig losgeht, dass ja, ich denke mal schon, dass die Leistungen eigentlich auch in der Hinserie häufig gestimmt haben, dass wir aber einfach nicht auf die Ergebnisse gekommen sind. Und wir haben halt im Winter nochmal an zwei, drei Stellschrauben gedreht und haben gesagt, pass auf, diese Herausforderung einfach zu sagen, wir sind in einer Scheißsituation, wir stehen nicht gut da in der Tabelle, wir haben nicht genug Punkte, das kann uns als Mannschaft auch nochmal zusammenschweißen. Und wir zusammen, also da nehme ich jetzt alle mit in die Pflicht, die täglich hier an der Kollau sind, wir sind in der Pflicht, weiterhin so viel zu investieren, dass wir sagen können, wir haben alles dafür gegeben und wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, dass wir dann natürlich irgendwo ein bisschen Spielglück hatten, aber dass wir uns das auch erarbeitet haben. Und von daher können wir da alle, wie wir hier beteiligt sind, stolz drauf sein, dass wir diese Delle, diese Ergebnisdelle, aber auch teilweise die Leistungsdelle so hinter uns gelassen haben und dass wir unseren Weg weitergegangen sind und dass wir weiterhin hart an uns gearbeitet haben, dass wir weiterhin uns gegenseitig vertraut haben. Und deswegen, glaube ich, sind wir dann auch jetzt so gut da rausgekommen. Und da kann jeder Einzelne stolz drauf sein. Das ist einfach so. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist und dass wir noch genug Potenzial haben und dass weiterhin jeder in der Pflicht ist, tagtäglich hier wirklich so zu arbeiten, dass wir am Wochenende die Spiele gewinnen. Weil darum geht es im Fußball, Spiele zu gewinnen. Aber der Weg dahin ist das Entscheidendere. Der Weg dahin, wirklich gut zu trainieren, an seinen Stärken zu arbeiten, klar auch irgendwo seine Schwächen im Blick zu haben, das große Ganze zu sehen. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als sich nur auf das Ergebnis zu fokussieren, weil, wie gesagt, sich irgendwie mal einen Sieg zu erschummeln, indem man sich hinten reinstellt und vorne den Standard verwertet, das funktioniert. Wenn man aber sich entwickeln möchte, wenn man als Mannschaft besser werden möchte, dann muss man auch ein Stück weit irgendwann seine Komfortzone verlassen und neue Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, da sind wir ein paar Mal auf die Nase gefallen, aber wir sind immer wieder aufgestanden und jetzt sieht man die Entwicklungsschritte.
Du hast die Entwicklung gerade angesprochen und ich glaube, damit hast du auch schon fast die Frage von Andreas Schorsch beantwortet. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. Was ist für dich persönlich noch das Ziel mit der Mannschaft in dieser Saison, nachdem der Klassenerhalt praktisch eingetütet ist? Noch alles gewinnen, HSV einholen oder die Mannschaft weiterentwickeln? Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Dann nehme ich alles drei. Nein, ich glaube, man muss dann ein Stück weit auch realistisch bleiben. Ich glaube, so Spiele auch wie gegen Paderborn haben gezeigt, dass das Ganze dann auch noch ein bisschen wackelig ist. Ne? Wenn ein Gegner eine Lösung findet, dass wir dann schnellstmöglich darauf reagieren können, dass wir dann auch in unserem System trotzdem lösungsorientiert bleiben und nicht einfach nur unseren Stiefel runterspielen und uns dann wundern, dass es nicht klappt. Also ich glaube, dass wir da, was unsere Flexibilität innerhalb des Systems angeht, dass wir da noch unsere Schritte machen können, dass wir die dementsprechenden Lösungen finden, egal wie der Gegner agiert. Dass wir, glaube ich, als Mannschaft und in unseren Abläufen immer noch wieder Phasen im Spiel haben, wo es eben nicht ganz klar ist, wo wir dann teilweise auch ins Schwimmen kommen, wo wir nicht genug Druck auf den Ball haben. Ja, und mit dem Ball, glaube ich, kann man sich immer verbessern. Wir haben jetzt seit Winter extrem den Fokus darauf gelegt, dass wir defensiv stabiler werden. Und jetzt, wo die Plätze dann hoffentlich vielleicht auch wieder besser werden bei uns, können wir dann auch wieder ein bisschen mehr am Offensivspiel arbeiten. Ich denke mal, dass wir da momentan gut dabei sind, vor allem in den Umschaltphasen, dass wir aber, wenn wir Gegner bespielen müssen, obwohl wir das jetzt zuletzt gegen Osnabrück und Braunschweig auch gut gemacht haben, dass wir da noch viel Luft nach oben haben, gerade was das Offensivverhalten unserer Außenverteidiger angeht, was die Abstimmung zwischen den Rautenspielern und dem Zehner angeht, da sehe ich schon noch genug Potenzial, wo wir auf einzelnen Positionen und einzelnen Abläufen noch deutlich verbessern können. Dann kommen wir nochmal zum Gegner. Und zwar Fabian Boll hat schon vor Jahren angemerkt, dass Martin Mennel gegen St. Pauli immer zu Höchstleistungen aufläuft. Zählt er für dich auch zu den besten Torhütern der Liga? Und was sind seine Qualitäten, möchte gerne Frank Sorgatz wissen. Ich kann es nicht sehen, aber der Kicker ist wie immer nicht anwesend, ne? Nein. Nee. Also ich würde behaupten, der hat eine Kicker-Durchschnittsnote gegen uns von 1,5. Also Martin Mennel, wenn er den Ball nicht gehalten hat, dann haben wir ihn angeschossen. Ich glaube, er ist, ich habe nur eine Statistik aus dem Winter, als ich mal geguckt habe, Torwart-Ranking, auch was unsere eigenen anging, damals in unserer großen Analyse, da war er also auf jeden Fall auf Platz 1. Da ist er wirklich richtig, richtig gut dabei und man sieht es ja auch Wochenende für Wochenende, er ist da der große Rückhalt, hat vollkommen zu Recht da 300 Spiele gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte gegen ihn Tor geschossen beim 4 gegen 2, aber damals war Bobel im Tor. Das ist natürlich ärgerlich für mich, aber das Tor gegen Aue habe ich trotzdem geschossen. Ich freue mich darauf. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir ihm vielleicht das Jubiläum versauen könnten. Aber ich gehe davon aus, dass Martin Mennel wieder top aufgelegt ist und wir einige Chancen brauchen werden, um ihn einzuschenken. Von daher ist es sicherlich ein Aushängeschild des Vereins dort und gebührt einem nur Respekt. Das ist heutzutage die absolute Ausnahme, dass ein Spieler so lange in einem Verein bleibt, dauerhaft spielt und auch wirklich zur Identifikationsfigur wird. Du hast gerade ein Tor gegen Aue angesprochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau das Tor ist, was jetzt auch Michael Ackermann anspricht. Und zwar fragt er, erinnerst du dich noch an dein Tor gegen Aue am 2.5.2008? Was ist hängen geblieben? Ich glaube nicht, dass ich noch ein Tor gegen Aue geschossen habe. An meine wenigen Tore kann ich mich sehr gut erinnern. Das war ein Kracher aus 20 Metern. Einige behaupten, er war abgefälscht. Ich sage, der hat auch so eingeschlagen. Was der Torwart nicht sieht, das kann er nicht halten. Ich meine sogar, das war 4-2 Sieg und wir haben dadurch den Klassenerhalt gesichert. Von daher habe ich da natürlich schöne Erinnerungen dran an alle meine Tore. Das waren ja auch nicht so viele. Wie gesagt, ich persönlich verbinde jetzt gar nicht so viele negative Erlebnisse mit Aue. Wir hatten immer schöne Spiele gegen sie, waren teilweise richtig geile Gegenspieler auch mit Quisha Schubitize, Marco Kurt, Skerdilajt Churi und wie sie nicht alle hießen. Das waren immer geile Fights, also hier am Millerntor sowieso, aber auch in Aue. Und von daher, ich freue mich darauf. Ich fahre immer gerne ins Erzgebirge. Das Stadion liegt wunderschön. Ich war in dem neuen Stadion, war ich noch nie. Und es war eigentlich auch immer eine richtig, richtig griffige Stimmung dort von den Zuschauern aus. Also von daher, Aue gehört genauso dazu und hat seine Berechtigung und hat seinen Spaß und seinen Charme. Von daher, ich finde, Aue ist ja irgendwo ein Stück zweite Liga auch. Also gehört dazu, auch wenn sie selber vielleicht gerne mal in die erste Liga würden, aber das passt. Dann gibt es noch eine Personalfrage von Frank Sorgatz. Ist Rio schon ein Kandidat für den Kader, beziehungsweise wie sieht der Zeitplan bei ihm aus?
Ja, also Rio ist noch kein Kandidat für den Kader, das muss man ehrlich sagen, genauso wenig wie Eric Smith, der jetzt irgendwie, glaube ich, heute die dritte Einheit dann mit der Mannschaft macht. Aber Rio sieht gut aus, aber das muss man jetzt mal abwarten, ne? Wenn er dann wirklich 10 Tage dauerhaft im Mannschaftstraining ist, dann wird es, denke ich, nur nochmal hier zwicken und da zwacken. Und bevor wir den irgendwo ins Spiel reinschicken, würden wir schon gerne noch, dass er zumindest mal im Verlauf der Trainingswochen 3, 4 Mal ein 11 gegen 11 auch mitgespielt hat, aber grundsätzlich habe ich schon das Ziel, Rio nochmal auf den Platz zu kriegen, was natürlich schon auch ein Spieler sein kann, für den man sich A extrem freut nach der langen Leidenszeit, der aber B auch einen riesigen sportlichen Wert haben kann. Von daher bin absoluter Rio-Fan, war ich immer schon in all den Jahren auch als Zuschauer, weil er natürlich nochmal ein Element mit reinbringen kann, das wirklich Zweitligaspitze ist. Dann kommen wir zum Thema Corona. Dahingehend hat Stefan Krause die Frage: Ein paar Kilometer weiter westlich wird gerade die Saison durcheinander gewürfelt, weil Gegner in Quarantäne müssen. Wie sehr kann einen das aus dem Rhythmus bringen und bist du erleichtert, dass ihr seit Würzburg davon verschont geblieben seid? Ja, also ich tue mir da mal schwer mit Vor- und Nachteile daran festmachen zu wollen. Das kann jeder für sich selber interpretieren. Letztendlich muss man die Situation so annehmen, wie sie ist. Ich glaube, einigen Mannschaften hat es auch vielleicht sogar gut getan, mal eine Pause zu haben in dem straffen Spielplan. Auf der anderen Seite hast du dann im Saisonendspurt wirklich einige englische Wochen. Ja, wenn du gut drauf bist, dann hast du einen Lauf, dann gelingt dir alles. Wenn du vielleicht mal irgendwie eine unglückliche Niederlage dabei hast, dann hast du direkt 3 Tage später die Möglichkeit, das wieder auszumerzen. Auf der anderen Seite, wenn sich dann ein wichtiger Spieler verletzt, dann fehlt ja nicht ein Spiel, sondern vielleicht 3. Also, ja, ich meine, am Ende hat hoffentlich jede Mannschaft 34 Spieler auf dem Zettel und hat vermutlich gegen jede Mannschaft 2-mal gespielt und dann sind die Auf- und die Absteiger eben dann auch verdient. Und in diesen verrückten Zeiten zu Corona, da gehören dann leider solche ja, kuriosen Szenarien auch dazu. Und ich glaube, da liegt es dann an jedem Verein und an jedem Trainer und an jeder Mannschaft, dafür die entsprechenden Lösungen zu finden. Wir sind damals auch in Würzburg schon in der Mannschaftsbesprechung schon gesessen. Ich habe die Aufstellung gegeben, habe irgendwelche motivierenden Worte gefunden, unser Matchplan zurechtgelegt und auf einmal stand Andreas auf und sagte: Ja, gut erzählt, Schulle, aber wir spielen nicht. Wir können direkt wieder nach Hause fahren. Also, ja, ich hoffe, das gehört bald alles der Vergangenheit an. Bezüglich Corona gibt es noch eine weitere Frage von Jörg Naroska. Er möchte gerne wissen, wäre es angesichts der neuen Corona-Fälle in der Liga aus seiner Sicht jetzt doch sinnvoll, alle Teams ins Quarantänetrainingslager zu schicken, um die Saison einigermaßen geordnet zu Ende zu bringen? Ja, das habe ich Dienstag ja auch schon am Zaun gesagt. Wenn beschlossen wird, dass wir in dieses Quarantänetrainingslager fahren, dann setze ich mich im Bus, dann fahre ich dahin und dann werden wir das bestmöglich nutzen, um als Mannschaft dann nochmal wieder enger zusammenzurücken und vorwärts zu kommen. Und wenn gesagt wird, wir fahren nicht ins Trainingslager, dann fahre ich nach dem Training nach Hause zu meiner Familie und die freuen sich auch. Alles andere, was Corona angeht, haben wir wirklich ein paar Experten bei uns im Verein. Ich denke mal mit Jonas Wömmel, unserem Teammanager, mit Volker Carrero, dem Arzt und Andreas Bornemann, da sind die richtigen Ansprechpartner. Es gibt so viele Regeln und so viele Änderungen von Woche zu Woche teilweise. Und jetzt testen wir mittlerweile jeden Tag. Ich mache das, was mir gesagt wird. Ich mache das, was erlaubt ist. Wir sind hier wirklich über vorsichtig. Wir haben immer unsere Masken auf. Jetzt habe ich sie mal kurz abgenommen, damit ihr mich sehen könnt, weil ich auch allein im Raum bin. Wir halten immer Abstand. Also, ich sage mal so, mehr machen können wir nicht. Und trotzdem ist man nicht zu 100% davor gefeit, dass es einen trifft. Und ich hoffe, dass wir die Saison so zu Ende kriegen und wenn jemand der Meinung ist oder irgendeine Kommission oder das Präsidium, dass wir dafür ins Trainingslager gehen sollen, dann haben die meine Unterstützung, dann mache ich das und alles andere kann ich nicht beeinflussen. Dann gibt es noch eine Frage von Michael Ackermann und zwar: Wie lauten eure Reisepläne hin und zurück? Ja, wir werden Freitag Mittag noch an der Kollau trainieren, fliegen dann nach Aue und kommen dann nach dem Spiel auch direkt zurück. Und dann wird am Sonntag aber frei sein. Und dann trainieren wir nächste Woche Montag, Mittag, Dienstag 2-mal, Mittwoch wieder frei und Donnerstag und Freitag jeweils 1-mal, bevor wir dann am Samstag gegen Würzburg spielen. Sehr gut. Dann einmal in die Runde gefragt, habt ihr weitere Fragen oder seid ihr wunschlos glücklich? Gerne ein Handzeichen geben oder kurz in den Chat reinschreiben. Ich habe noch eine Frage. Wer kommt denn alles mit nach Aue? Eins, zwei. Habt ihr geknobelt oder? Sehr gut.
Viel Wie Spaß Schule schon bei gesagt der hat, Arbeit. einen Teil sehen wir dann in Aue. Die anderen werden es am Bildschirm verfolgen. Dann vielen Dank, einen schönen Tag noch und wer in Aue ist, sehen wir uns dann in Aue. Bis dahin, tschüss. Tschö.